verstehst du nicht. Ganz ruhig. Wir sind jetzt alle Freunde. Ja, ja, ja. Erstmal mache ich den hier fertig. Dann prügel ich mich hier. So, rede. Was muss ich dir brechen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Du musst mir nichts tun. Ich werde reden. Das höre ich gern. Ha, ist das geil. Ich hab alle gekillt, so wie ich es wollte. Tafel zu Radio hören. Hä? Die würden nicht einfach für Kochen übertragen. Hä? Hab ich nicht. Egal. So, ich hab da nämlich hier... Da. Na, auch schon, da. So, jetzt öffne ich erstmal hier die Türen. So. Tür geöffnet. Hab ich korrekt Tür geöffnet? Hätte erstmal gucken sollen, ob da irgendwas Wichtiges ist, aber... Egal. So, Tür ist offen. War ich hier nicht schon mal? Müsste hier eigentlich schon mal gewesen sein. Sieht doch ganz so aus, da hier alles leer ist. Aber egal. Bewohner von Arkham. Oh. Während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen. Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nee. Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Alter, hier ist voller Leichenberg. Was geht? Ach, das sind die vom Pinguin. Ah ja. Toll. Hier ist leer. Falscher Knopf. Exit. Nee, auch nicht. lauf. Warte mal. Was ist da oben? Erweitertes Realitätstraining. Ach, Realitätstraining. Tigerzentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Kunde, da liegt ein Körper. Ha? Sagte wer. Aber der ist bewaffnet. Habe ich den Typen da eben... Oh, warte. Strange sagt, dass er gerne Knöpfe verdreht. Schön. Ich werde Zeit drehen, bis es knackt. Ah, da hoch. Sehr schön. So, und jetzt da hinten hin.
Melde Kameraausfall in Sektor 1. Naja. Nicht identifiziertes Mordopfer. Ich darf den Bürgermeister nicht sterben lassen. Ich muss zurück. Wie, das willst du jetzt erst nicht machen, oder wie? Arsch. Halt nicht, meine Güte. Bist du penibel. Ja, super, das hat ja gut funktioniert. Okay, dann halt, oh, guck mal. Na, jetzt mach schon. Dann hake ich halt das Ding hier. So, irgendwie so. Intelligenz war das Passwort. Öffne dich. So. Zurück zum Hauptmissionsgedöns. So. Oh, oh, oh. Da lädt es schon wieder. Schlechter. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Mach ich nicht. Bitte, tu mir nichts. Wo muss ich denn rieren? Muss ich verarschen? Wieso glaube ich dir nicht? Ah, jetzt weiß ich's. Naja, laber nicht so viel. Nur ein dummes Püppchen würde versuchen, eins zu kaufen. Keine Ahnung, wovon der redet. Ich kenne dich noch aus der Anstalt. Du hast angeordnet, dass ich eine 6-wöchige Elektroschocktherapie bekomme, damit ich nicht mehr so gewalttätig bin. Jetzt rate mal, es hat nicht funktioniert. Weg von mir, ihr Tiere! Ah ja, dieses Upgrade vom letzten Mal, das ist schon ganz cool, damit man weiß. Das ist deine Schuld. Oh. Hey. Erstmal machen wir den Stufenanstieg, der geht mir sonst auf den Keks. Gezielter was? Wenn beim Erreichen einer Combo oder mehr keine spezielle Combo-Bewegung eingesetzt wurde, geht Batman in den Free-Flow-Modus über. Was ist denn ein Free-Flow? Schneller und seine Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. Bewegt für aha, Free Flow. Nein, das lassen wir. Halt. Nein. Hier. Da wollte ich hin. Batsuit. Ich könnte meinen Panzer oder Kugelsicherung verbessern, aber das lassen wir mal. Energieverstärker. Unterbrecher, Waffen, Störgerät. Ne, dieses Drahtseilgedöns machen wir rein. Jo. Keine Ahnung wozu, aber machen wir einfach. So. Rede! Oi. Nein, bitte,
Nicht! Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Ja, ne? Die Biometriesensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. Hey, ich hab Dingens bekommen, Wahlkampf gedönt. Und da hinten ist dieser Ninja. Hey! Yo, Ninja, was geht ab? Bist du derjenige, von dem die Prophezeiungen berichten? Keine Ahnung. Aua! Symbol gescannt, verbinde mit Bad Computer. Halten Sie stets blablabla. Was ist passiert? Ich darf es nicht. Batman und Freeze, die zwei kaltherzigen Bastarde, arbeiten zusammen. Klar. Wir sind beide total kaltherzig, ey. Freeze vor allen Dingen. Ah, na 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 na. Was ist? Was machst du, Bats? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los! Ja. So, haha, da waren wir gerade mal ein bisschen wieder gut. Kaum zu glauben, dass du mich gerettet. Ja, ne, finde ich auch. Ja, ich muss ins, was muss ich, wohin? Okay. Oh oh. Ja, 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 ich hab immer so da, wo sie wollen. Ich hab nachgedacht. Puff. Es dürfte dir in deinem jetzigen Zustand vermutlich ziemlich schwer fallen, dich durch die Straßen von Arkham City zu kämpfen. Ich muss dich nicht erst daran erinnern, dass du stirbst, oder? Es gibt dafür eine einfache Lösung. Hör auf, gegen diese Idioten zu kämpfen. Versuch was anderes. Töte sie.